die Vorbereitung laufen. Wir waren jetzt einkaufen und meine Frau macht uns jetzt noch einen Kaffee. Die Muckels warten schon, aber deswegen, ich wollte euch was zeigen. Und zwar, guckt mal hier, wir haben uns hier so Bezüge gekauft, passend zur Couch, also ne, grau-grau. Und neue, warte, ich hole euch mal ein bisschen ran, warte mal, hier neue Kissenbezüge, hier für die Ecke. Und die Stühle haben hier auch so ein schöne... Russen, keine Russen. Keine Russen. Keine Russen, sondern Hussen. Ne, also, ja. So. Ne, Muckels. Muckel. Muckel. Okay, alles gut. Ihr wartet schon, ne? Dann würde ich mal sagen, wir wünschen euch viel Spaß beim Foodhaul, ne? Und nach dem Intro geht's denn los. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Tell me what you want. Hallo Freunde! Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich zum Foodhaul. Zum Foodhaul. Wir haben heute Donnerstag, den 11. 11. Januar, genau. Jetzt, wir haben jetzt 15 Uhr eigentlich, also hätte heute unser Foodhaul online gehen sollen. Aber wir haben es gestern nicht geschafft. Außerdem haben sie heute Katzenstreu im Angebot, also hätten wir heute wieder gemusst. Und von daher, nee, verspätet sich der Foodhaul eben. Mein Gott, was soll's. Wir waren auch nur einkaufen bei Lidl wegen Katzenstreu und den Rest haben wir bei Rewe gekauft. Ja, dadurch, also, ja, genau. Dass mein Sohn ja uns einen Gutschein geschenkt hatte. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten haben wir zugeschlagen, ja, bei Rewe. Genau. Rewe. Ja. Entweder richtig oder gar nicht. Bei Rewe. Senioren sind wir ja nun auch noch nicht. Nein, das sind wir noch nicht. Aber bevor jetzt der Foodhaul losgeht, ich muss noch mal was in eigener Sache, müssen wir noch mal was sagen. Wir haben ja gestern beim Bettwäschen-Video haben wir wieder so Kommentare gehabt. Immer nur Werbung. Erst das, dann das, dann das, dann das, dann das. Ja? Wie schon mal erwähnt, Thumbnail sagt aus, um was es geht. Gucken wir sich und ein, du, oder nicht? Du, dich meine Gina, dich meine ich jetzt, die spreche ich mal jetzt persönlich an. Im Netz, wo es schon mal das Thema war, da hat die Omi geschrieben, naja, wen es interessiert, der guckt drin, wen es nicht interessiert, der guckt eben nicht rein. Da hast du der Omi zugestimmt. Und jetzt schreibst du wieder sowas, ja? Jetzt schreibst du genau das Gegenteil. Ich meine, nur drin zu gucken, um deinen Frust da abzulassen, weil... Nee, Leute, bitte, dann deabonniert uns bitte. Und verschont euch mit den Kommentaren. Uns, verschont uns mit den Kommentaren. Ja. Und die Ene schreibt, ja, ich sehe es genauso. Und wo sind denn überhaupt die Videos, wo der Staubsauger verlost wird und tralala, und hast du nicht gesehen? Gucken. Ja, denn wenn ihr die Videos halt nicht regelmäßig guckt, dann kriegt ihr das natürlich nicht mit. Ich werde euch natürlich nicht jeden persönlich anschreiben, wenn ich sagen, der und der hat gewonnen. Der müsste halt die Videos gucken. Aber immer nur gucken, wenn das nichts für euch ist und dann kommentieren. Hallo? Finde den Fehler. Ja, finde den Fehler. Und die Ene, weil ich schrieb, naja, warum nimmt ihr immer nur Kooperation aus China an? Ja, weil wir es können, ganz einfach. Ich habe gestern schon wieder so einen Hals gehabt, weil uns nerven solche Kommentare. Dann guckt nicht rein, Leute, ja, guckt bitte nicht rein. Du guckst dir doch auch keinen Spielfilm an, der dir nicht zusagt. Ihr möchtet doch Videos von uns haben. Also beziehungsweise wir machen Videos für euch, ob ihr sie haben möchtet oder nicht. Wir produzieren Videos. Ne? Und guckt doch mal, wie viel Verlosungen wir auf diesem Kanal machen. Meinst du, das könnten wir alles machen, wenn wir nicht irgendwie von jemandem gesponsert wären? Ja, wir machen wenigstens Verlosungen. Und ihr seid die Ersten, die dann bei der Verlosung dabei sind. Obwohl ihr ja diese Werbevideos ja nicht mögt. Also finde den Fehler. Bitte, verschont uns in Zukunft mit solchen Kommentaren.
Ihr machtet bald, das waren nur zwei Leute. Und dann hat die eine geschrieben, naja, so werdet ihr alle lieben Leute verlieren. Nein, das glaube ich nicht, dass wir, und die lieben Leute bleiben. Die lieben Leute bleiben, glaubt's mir oder glaubt's uns. Ja. So, das muss ich einfach nur mal loswerden. Ne? Eigentlich wollte ich dem keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Aber mich nervt es einfach, ja. Obwohl die Thumbnails und immer dieselben schreien, aber immer nur dazu passend dann. Ja. Na? Woanders liest du sie nicht. Du liest sie nicht woanders mal. Entweder sind sie nur am Meckern oder weiß ich was. Aber mal sagen, dass sie irgendwas schreiben, nö. Siehst du nicht. Ja, aber ihr werdet jetzt nichts mehr schreiben können, weil wirklich, ihr seid jetzt auf der Blockliste gelandet. Weil wir wollen uns dieses Jahr, wir wollen uns das dieses Jahr nicht mehr geben. Aber so, wir waren einkaufen bei. Ja. Rewe. Lidl und Rewe. Erst Lidl und dann Rewe. Und dann waren wir nochmal bei Lidl. Ja, beim anderen Lidl, weil wir gucken, weil wir da auch noch Katzenstreu kriegen, siehst du, dann haben wir mich nichts bekommen. Ja. Also, hatten wir Glück. Hatten wir Glück, ja. Haben fünfmal gekauft. Gut, dann fangen wir auch mit Lidl an, ne? Würde ich sagen. Ja. So, und da ihr uns ja näher ran haben wollt, seht ihr natürlich jetzt nicht mehr den Tisch. Wenn ihr ein bisschen vom Tisch sehen wollt, wie die Ware hier liegt, schreibt es in die Kommentare, dann müssen wir doch wieder weiter weggehen. Also, ne? Müssen wir mal schauen. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, ich sag was von wo ist. Ja, naja. Das ist Rewe. Das ist Rewe. Das ist alles. Das ist alles Rewe. Das ist alles Rewe. Rewe. Eigentlich alles sind wir Rewe. Keine Rewe-Einkäufer. Alles Rewe. Aber dadurch, dass wir den Gutschein nun hatten, sind wir nun doch, mussten wir ja zu Rewe, ne? Also. Ist gut. Ist gut. Der Mülleimer von Temu, der steht hier, der immer auf und zu geht. Also so mit Sensor. Und immer wenn die Katzen da vorbeigehen mit ihrem Schuss. Ja. 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 Ach, und nochmal zu der Bettwäsche gestern. Also die Bettwäsche ist 100%ige Baumwolle. Und da hat ja jemand geschrieben, na, jede Baumwolle kann man aber in Trockner oder auf 60 Grad waschen. Nein, kann man eben nicht. Nicht jede Baumwolle. Also bevor man solche Äußerungen macht, sollte man sich auch vorher erstmal richtig erkundigen, ne? Ja, ich habe denn da, ja, dazu geschrieben, dass diese Baumwolle eine Zierborte hat. Ja. Und eine veredelte Baumwolle ist. Ja. Und die kann man halt nicht so heiß waschen. Nein, also macht trocknen. Ja, und auch nicht heiß waschen. Also macht euch da erstmal sachkundig, bevor ihr so ein... Man kann nicht jede Baumwolle trocknen. Nee, und auch nicht jede Baumwolle auf 60 Grad waschen oder höher. So, nochmal dazu. Ja, okay. Also Lidl 1 und Lidl 2. Also unten im Auto stehen noch 5-mal Katzenstreu. Ja. Und die Äpfel haben wir ja bei Dings gekauft. Gut, dann fangen wir an. Hier. Die Äpfel haben wir bei Rewe gekauft. Putengeschnetzelt, das war beim zweiten Lidl-Einkauf. Ja. Haben wir noch mitgenommen. Weil ich gedacht habe, für die Mucke, bitte? Ja. Schütteln Sie doch bitte Ihren Kopf nicht. Putengeschnetzeltes, das hatten sie. Das waren 400 Gramm, 3,99. Na? Und das andere war 300 Gramm, 3,79. Ja, ja. Also, naja, was machen wir da? Da haben wir jetzt hier Muckelfutter. Für die Muckelfutter, ne? Für die Muckels. Ja, mein Schatz, da ist drin für dich. Dann hat Inne nach ihrem veganen Käse. Ach so, gemacht. Ja. Letzte Woche nicht. Als Markus da war. War das letzte Woche? Nee. Doch, nee, war nicht letzte Woche, als Markus da war. Ja, wir haben ja heute den schon 11. Bis 9. Was du? Wir haben ja schon, also das davor die Woche. Bei dem Einkauf habe ich euch diesen veganen Käse. Nein, ist kein Käse. Darf sich auch nicht Käse nennen. Ist vegane Genießerscheiben würzig. Leute, das schmeckt mega geil. Schatzi? Ja. Schmeckt das? Ja, das schmeckt. So, ja, der Sohn von Irmi hat gesagt, geht gut als Käse durch. Schmeckt wirklich toll. Also mir schmeckt das mega geil. Deswegen musste der nochmal mit. Dann haben wir jetzt hier noch von Sheba. Mhm. Das sind so kleine. Das sind so kleine 16 Stück. Haben wir unten den Karton gleich gelassen. Genau. Das sind so, Naschereien zwischendurch. Naja, das ist Nassfutter, aber halt so lecker, ne, halt. Das wissen wir ja noch nicht. Ja, ich werde es mal sehen. Hier, Muckel, guck mal hier. Mm-hmm.
Hier, zeigt's mal hier. Hier. Jo. Ja, super. Ja. Die GmbH ist gefordert. Die GmbH ist gefordert. Ja, Muggels, ne? Könnt ihr hier essen, ne? Mama macht, okay. Papa holt mal zwei kleine Teller oder zwei kleine Schälchen oder whatever. Whatever. Was auch immer, mein Schatz, im Haus. Und dann könnt ihr das haben, ne? Ja, mein Schatz. Ja, hier. Hier. Ne, das ist hier. Alu. Alu! Guck mal. Dann macht er den anderen aber auch gleich auf. Natürlich. Das wäre ja sonst wieder ein bisschen. Das wäre ja ungerecht. Brauchst du noch einen Löffel? Nö, brauch keinen Löffel. Mach das mit dem. Moment, Muggels, Moment. Moment. Mama macht. So. Hier, machst du mal runter. Hier, jeder eins. Jeder. Hier, kommt. Könnt ihr euch teilen. Hier. Geh runter. Hier. Ja, dann lass ihn doch. Da, ja. Da, fress da weiter. So. Gut, was war jetzt genau hier noch? Also, ne, das sind so kleine halbe Schälchen, finde ich ganz praktisch. Ja, naja, da wir da wir ja nicht beim Aldi waren, habe ich gesagt, komm, nehme ich meiner Frau mal hier so nur Trüffel mit. Ohne Alkohol. Ich habe wieder ein Alkohol drin. Und du musst ja nicht unbedingt Alkohol immer drin sein. Ja, dann Alkohol. Und hier Latte Macchiato-Trüffel. Ja. Komm, lass uns mal kosten. Ihr wisst ja, ne? Wir müssen immer kosten mit euch, dann können wir euch sagen, könnt ihr euch holen oder nicht. Könnt ihr euch was empfohlen? Oh, das riecht aber nach Kaffee, ne? Willst du? Das ist der Latte Macchiato. Willst du? Dann krieg ich auch. Aber dann krieg ich noch. Ja, kriegst du auch einen ab. Kennt ihr noch von früher als Kinder? Ja, aber dann krieg ich einfach einen Bier. Oh, hart. Ist gefroren. Nein. Nee, aufmachen. Wir haben da gesagt, wir sind nicht da. Kann Lotti sein. Schauen wir mal. Mal gucken. Ach, du hast deinen schon aufgefressen? So schnell der Herr. Wie bitte? So schnell der Herr da hoch. Hm. Ich kann dich ja mal Hallo sagen. Wem? Na hier, unsere Community. Könnt ihr jetzt mal Hallo sagen? Für ja, Hallo. Ja. Oder nicht? Ja. Hi. Schön. Ja, ja, wir sind schon auf Sendung. Wir machen gerade Football. Hallo, ihr Lieben. Ich bin's wieder. Der Lotti. Der Lotti. Willst du ein gutes neues Jahr wünschen? Ja, schönes, gutes neues Jahr wünsche ich euch. Habe ich gesagt, dass ihr das sagen soll. Ja, wieder sagen, dass ihr das sagen soll. Also sage ich das. Weil, könnt ja sagen, dass ihr es sagen sollte. Was ich sagen sollte, wusste ich nicht mehr. Deshalb nochmal. Schönes neues Jahr. Gut, dann machen wir erstmal Pause. Aber kannst du, nee, lass mal, kannst du mal zeigen. Wir haben nicht, mein Bruder hat sich, also ich habe für meinen Bruder einen Auftrag gegeben, eine Decke, eine Kuscheldecke machen lassen. Eine personalisierte. Und. Ja, schön. Hä? Ja, die sieht schön aus, ne? Ja. Und also ganz kuschelig. Oh. Ja. Und schöner Druck, zeig mal. Ja, ich zeig. Hier. Druck. Guck mal hier. Ja, guck also mal hier. Der schlanke Herr bin ich. Und die kam jetzt 39 Euro. Ja, schön. Also kann man nicht meckern, ne? Gut, jetzt machen wir erstmal Pause. Ja, ihr Lieben, es geht weiter. Mit Unterbrechung. Für uns war es jetzt eine halbe Stunde, für euch eine Sekunde. Aber, ne, mein Zwillingsbruder, ja. Den Eisbergsalat? Nee, da waren wir noch nicht.
Aber der war halt bei Rewe. Ja, der war bei Rewe. Ja, den haben wir doch. Beim Lidl war ja. Doch, beim Lidl waren auch die Süßigkeiten, diese veganen. Oh Gott. Ja, dann muss ich ja nochmal weiter. Na, ist egal. Jetzt machen wir mit Rewe weiter, Leute. Taucht es ja nochmal wieder. Wir werden sagen, was von wo ist. Genau. Ja. So, dann haben wir also. Wir sind jetzt mal eben nach Rewe reingesprungen. Da haben wir Kartoffeln mitgenommen. Bio-Kartoffeln. 1,99? Ja, 1,99. Bio sind das so, ja. Bio. Ah, ja. Rewe Bio. Kartoffeln, Ursprung Deutschland, aus biologischem Anbau aus Ostdeutschland. Ja. Wo Bio draufsteht, muss auch Bio drin sein. So, dann haben wir noch für die Muckels noch mal so ein paar von Zoo Royal, so ein paar Gourmet-Menü in Gelee. Wie viele waren da drin? Acht. Acht Stück verschiedene Sorten. Dadurch, dass wir nicht zu Aldi gekommen sind, aber das fressen sie auch. Also da ist überhaupt kein Problem. Ja, dann haben wir hier noch den eisigen Bergsalat. Salat. Den eisigen Bergsalat. Den eisigen Bergsalat, also Eisbergsalat. Ja, aber geht auch eisiger. Ist wie Gläser Nutella. Nee. Ist auch wie. Nee, wie war? Nutella? Nee. Teller nur Gläser. Teller nur Gläser, genauso dasselbe wie. 88 Cent war der jetzt, war jetzt im Preis wert. Deshalb dachte ich, nehme ich mal mit, was Rewe. Frische zwischendurch. Zwischen die Zähne. Zwischen der Zähne. Dann ich bin jetzt momentan auf dem Sinaiko-Trip. Die Sinaiko schmeckt, die Sinaiko schmeckt, die Sinaiko, Sinaiko, Sinaiko schmeckt. Gibt's nicht. Nö, führt Rewe nicht. Führt Rewe nicht. Verstehe ich nicht, aber. Ich irre nicht. Aber auch egal. Jedenfalls hatten sie dann auch Funtime-Angebot. Zwei Flaschen, eine Flasche kostet 1,11 Euro. Ja. Setz dich hin, Schatzi Maus. Ja, ich wollte doch nur die Flasche. Okay, was ist denn los? Ist kalt draußen, der will raus, Schatzi. Du stehst gerade. Aber ist kalt. Mucki. Willst du raus? Das ist ein Heini. Also nicht meiner, also Irmi ihrer, ne? Der Schlanke, der kommt immer zu mir, legt sich bei mir hin, hält mir seinen Po hin, dann muss ich ihn so plup, 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 klopfen, ne? Also. Ach, ich kann mir hier taschen. Geht er aufs Klo? Nee, ne? Da draußen. Echt? Oder? Na, er guckt erstmal. Du kriegst doch keinen Arsch. Da geht er echt da draußen aufs Klo? Ja. Ja. Das wird nicht mit der Katzentoilette. Nee. Ich glaub's nicht mit der neuen. Wir schauen mal weiter. So, dann gab es Bio-Bananen. Bio-Bananen, ja. Die waren von Rewe Bio-Bananen. Ja. Die waren die irgendwie im Angebot? Nee. 1,79 das Kilo. 1,79, aber 1,79. Aber, ja. Grüne Bio-Bananen, die liegen sowieso länger. Genau, deswegen haben wir sie in grün genommen. Dann haben wir für die Muckis, wir wollen es mal wieder probieren. Von das können wir gleich mal probieren. Einem anderen Schlachter, Fleischer. Ja, ne, bei Rewe, ne? Also. Ich weiß es nicht. Muckel, hier, guck mal. Die sind aber bestimmt erst noch satt, glaube ich. Nee. Achso, soll ich da hinlegen? Na, er hat ja seins nicht aufgefressen. Ah, okay. Ist auch noch ein bisschen kalt. Aber er frisst. Er guckt draußen. Hier, guck mal, hier. Hier. Ja, komm rein. Komm rein. Komm her. Guck mal hier, Mama hat. Mama hat. Na, komm mal her. Komm hoch. Na komm. Hier. Na komm hoch. Hier. Langsam. Oh, guck mal, er fristet aber von Rewe jetzt. Hier. Was ist mit dem los? Mucki, und du hier, da hinlegen?
Na, feini. Na, siehst du, guck mal, du da. Na, fein. Okay, den Rest gibt's nachher. Den Rest gibt's nachher. Ja. Ich fand den ein bisschen ungepflegt hinter dem Fleisch. Ja, nee, das war, der war auch nicht, nee. Dann so fettige Haare und... Ja. Nee, also... nee, also dann... da muss schon, also gerade so in der... Ja, wenn man so mit frische Ware, ne, da so, ja, sollte man schon gepflegter aussehen. Da sollten die, da sollte Marewe drauf achten. Also, weiß ich nicht. Naja, oh je. Okay, sie fressen es, ist schon mal gut. So, dann hat Ille Bacon mitgenommen, eingepackt, wie auch immer. Ich habe gestern gemacht süß-saure Eier oder verlorene Eier mit heller Soße, süß-sauer. Und das Rezept habe ich aus dem Internet. Und meine Mutter hat das früher immer gemacht, aber ich habe leider das Rezept von meiner Mutter nicht. Und, aber dieses Rezept, was ich habe, kommt dem ganz nah ran. Nur, dass ich mich nicht erinnern kann, dass wir Speck drin hatten. Kann sein, dass, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Aber es kommt sehr nah ran und deswegen haben wir Speck nochmal mitgenommen. Und wenn ich das nochmal koche, werde ich euch natürlich mitnehmen. Bald, bald. Bald, hat dir gut geschmeckt, ne? Ich habe mich von 10 Punkten, wie viel Punkte bekommen? Waren es 30? 30 Punkte von 10, ja. Überleg dir das mal. Muckel! Da steht doch noch die. Was steht denn da noch? Oder steht's? Weiß ich jetzt nicht, aber. Ist gut. Kratz da nicht rum, du. Ich kipp gleich. Ja? So. Da wir ja noch nicht zu Hit gekommen sind, versuchen wir mal die Jahrbrötchen. Die Jahrbrötchen. Sonntagsbrötchen, da sind 8 Brötchen drin. Ja. Bei Hit sind es 10. Nee, oh, 8. Auch 8. Ja. Aber hier die Kosten, die sind teurer. 1,19 bei, oder 99 Cent. 99 Cent bei Hit und hier kostet 1,19. 1,29 irgendwie so. Ja. Aber nun, ne? Was soll's? Was soll der Geiz? Dann hat Ille Kaffee. Genau. Ich hatte gesagt, mein Kaffee geht langsam zur Neige. Dann hatten sie von Kaffee Crema, von Chibo. Hatten sie Angebot? 3,99. Ja. Hier sind 32 oder 36 Stück sind da drin, zweimal. Okay. Ach, da dachte ich, die Wurst kommt auch noch. 36. Zweimal. Nee. Ja, da ist das andere. Deine ja, Knacker. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ich weiß. Die Knacker. Ja. Das wäre jetzt Lidl. Ach so, ist Lidl, okay. Dann haben wir Milch genommen. 1,19? 1,19 im Angebot bei Rewe. Ja, genau. Bis zum 23.01. haltbar. Aber ich habe jetzt den Alltag noch eine gekriegt. Naja, ist ja auch noch 12 Tage. Ja, ja, ich habe die. Ich habe jetzt neulich erst noch eine Milch gehabt, die war, glaube ich, noch bis zum 2.01. oder sowas haltbar. Kannst du eh noch. Länger trinken. Aber darüber haben wir uns ja auch ja, schon. Ja, genau. So, also 4-mal Mulch. Dann bei Milchbrot für die. Ja. Ja, für die, genau. Dann dadurch, dass wir nun, ja, wir waren da, wir haben eine Frischwurstabteilung. Aber die sah nicht gut aus. Aber die Wurst sah nicht so gut aus. Nein. Und da wir nicht zu Hütte gefahren sind. Und das ist hier aus der frische Theke, also abgepackte Theke, aber das gibt ja diese, das ist ja frische. Ja. Und dann gibt es ja diese Dauer, die ewig lange haltbar ist. Ja. Ne? Und die ist hier von Wilhelm Brandenburg, italienische Mortadella mit Pistazien. Was steht denn hier oben drauf? Qualitätsmetzgerei. Genau. Hier, 100 Gramm, 2 Euro hast du nicht gesehen, bis zum 27.01. haltbar. Die kam mit. Dann hier Geflügelaufschnitt, Geflügel Bierschinken, Geflügel Jagdwurst, Geflügel Lyon. Ja. Also ist auch von Wilhelm Brandenburg, ja. Initiative Tierwohl. Ja, genau. Dann haben wir hier noch das Salami, fest reduzierte Salami, ja. Die ist bis zum 14.02. haltbar, auch von Wilhelm Brandenburg. Ja, auch noch. Das genau. Reicht hin. Ja, das reicht vollkommen hin. Also
Schauen wir mal. Dann sagt Ille, sie hatte irgendein Rezept oder was? Ja, eine Hafer oder eine Kochsahne selber machen. Aha. Aus Hafer. Aha. Also denn, ja, aber aus Hafer und was? Wasser wurde im Wasser eingeweicht. Ach, mit was? Ach so, mit Wasser. Eingeweicht und ja. Dann wurde die püriert, dann wird Wasser zugegeben, dann wird es nochmal püriert. Und je nachdem, wie du die Konsistenz haben willst, und dann wird es zwischen Haarsieb gegeben. Aha. Und dann hast du halt diese cremige. Also Haferflocken kernig. Ja, bei Kalinkas Küche habe ich das gesehen. Und dann brauchst du so noch Cashew. Ja, da kann ich eine Sahne machen. Natur belassen von Alesto. Also wir sind jetzt mal ganz kurz nach Lidl wieder rübergesprungen, weil wir was vergessen haben. Will ich auch eine Kochsahne machen. Also eine große Tüte Cashew. Ja. Ich glaube, auf Kalinkas Küche habe ich das gesehen. Dann sind wir jetzt wieder bei Rewe. Ist alles ein bisschen durcheinander. Cherry Roben bei Tomaten. Wir haben also geguckt bei den Tomaten. Die Preise sind ja wieder holla die Waldfee. Ja, aber gut. Wir würden uns ja dann nicht mehr darüber aufregen. Nö. Entweder nehmen wir es oder wir nehmen es nicht. Genau. Also jedenfalls kleine Cocktailtomaten. Dann eine Rewe Eigenmarke leichte Kochcreme. Ja, genau. Und sowas will ich selber machen. Zum Kochen und Verfeinern. Weil das nehme ich ja, wie gesagt, ich nehme ja keine Schlagsahne zum Kochen, sondern ich nehme immer nur sowas. Ja, ist gut. Alles in Ordnung. Mogil, komm hier. Dann das ist kalt draußen. Wenn wir die Tür zumachen, willst du wieder rein. Dann hat Ille gesagt, eine Spitzkohl. Eine Spitzkohl. Können wir der verlorene Kohlrouladen machen. Wo war denn der? Bei Rewe. Bei Rewe. 79 Cent das Kilo. Rewe. Das nächste Mal wird es wieder geordneter sein. Ja. Dann brauchen wir natürlich auch noch unseren Corner Balance. Oh, das sieht da sehr mitgenommen aus, ne? So, jetzt nicht mehr. Jetzt sieht es wieder ordentlich aus. Von Harry. Aber. Jetzt haben wir vor 2 Wochen gekauft, ne? Ja. Aber teuer bei Rewe, 2,49. Ja. Bei Ritt kostet 2,29, ja. Glaube ich. Ja. Glaube ich. Wir werden das mal eruieren beim nächsten Mal. Okay. Ist von Harry, ne? Ja, ist von Harry. Ist von Harry. Und letztes Mal wollte ich beim Aldi die Hafer-Heidi mitnehmen, die hatten sie nicht mehr. Mucki! Der will raus. Der Kleine will raus. Was? Der Dicke will raus. Wieso sitzt der da? Der sitzt da. Hafer-Heidi wollte ich letztes Mal mitnehmen, die haben sie nicht mehr. Jetzt haben sie nur noch den Dinkel Heinz. Na, den will ich nicht. Ich will die Heidi und nicht den Heinz. Ja. So. Wie findet ihr denn mein Tuch? Ja? Wie findet ihr denn mein Tuch? Zeig's euch mal. Ne? Mein Halbmondtuch fertig gestrickt. Das ist ganz lang. Guck mal hier. Ich stelle schon mal da hinten hin. Guck mal hier, mein Halbmondtuch. Ist das nicht schön? Und es ist ganz lang. Und leicht. Und ganz leicht, genau. Ganz leicht. Das hast du dich schon wieder vollgeschmiert hier. Also mit dir kann man auch nur... Nee, Schatzi. Was denn? Oh, was ist denn das? Kaffee. Na, vorhin. Ich hab's doch... Ach das so, passt auch dann gleich. Ist doch hier die Ecke, René, komm in Kaffee. Ja, natürlich. Ach, Schein, gleich da. Ja, ist egal jetzt. Wie die wieder aussieht. Wie du wieder aussiehst. So, also wir sind jetzt... Ach so, ich hab auch die... Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, da sieht man ja nicht. Ich hab das Tuch davor. Ich hab auch die Halara Jeans an. Jetzt blende ich euch mal ein hier in mein Outfit des Tages. Outfit of the Day, ja. Tuch selbst gehegt, nee, selbst gestrickt. Pullover vom Primarkt, Hose von Halara, Schuhe, Stiefel von Shego oder wie die Firma heißt. So, wir gehen jetzt einkaufen, ja. Und unser Foodtruck kommt leider erst morgen. Ja, Outfit of the Day. Die Stiefel sind extra Weitschaftsstiefel. Kann ich für jeden, der kräftige Beine hat, empfehlen. Wie gesagt, von Chego. Und ja, nicht ganz preiswert, aber was soll man machen? Tschüss. Tages. Ich hätte sie doch, ich habe die ja, die eine habe ich ja in 3x genommen. Ich hätte sie in 2x nehmen sollen. Aber egal. Ja, sie ist mir ein bisschen groß am Arsch, aber egal. Aber guckt doch mal, steht mir gut. Steht mir gut. Gut, weiter. Wir sind jetzt
wieder angekommen bei Lidl. Bei Lidl? Bei Lidl hatten sie hier diese Knacker im Angebot, geräuchert. Ich mag die gerne. So sind in Eintopf oder sowas. 7,95 Euro. Aber XXL, wie viele sind da drin? Da sind 1,2 Kilo. Ja. Die werden eingefroren, wenn sie nicht gegessen werden. Ja. Also, meine Mutter mochte die auch sehr gerne. Nee, mein Fall ist es nicht wirklich. Ja, aber das, die schmeckt ja. Ja, natürlich. So eine Wiener ist. Hattest du ihn jetzt rausgelassen oder nicht? Ja. Jetzt will der andere mit raus. Wieder bei Lidl angekommen. Genau. Es, wie gesagt, ist ein bisschen. Ist doch wurscht. Durch den Wind. Ja, dann brauchte Ille gestern zu diesen sauren Eiern. Essig. Essig. Oder esse ich nicht, weiß ich nicht. Weil du musst ja, die Eier werden ja pochiert. Pochiert. In Essigwasser, ne? Also in Essigwasser und dann schlägst du die langsam ins Essigwasser und dann nur so sieden, also nicht kochen. Und bis sie sich dann verfestigen und dann machst du deine Soße fertig und dann kommen die mit in die Soße rein. Und beim Aufschneiden, dann siehst du richtig, wie schön noch das Ei so, oh, lecker. Das braucht man Essig, weil wir haben ja selten Essig im Haus, weil ich ja eigentlich kein Essig mag. Ja, und dann sind wir. Und für die Soße zum Säuern. Bin ich dann zur Nachbarin gegangen? Die hatte dann Apfelessig. Das ging dann auch. Ging dann auch, wunderbar. Ja. Jedenfalls haben wir jetzt hier, es ist natürlich eine Essenz, die musste es verdünnen. Ja, ne? Ja. Da ist also hier, da heißt es dann einfach mit der vierfachen Menge Wasser verdünnen als 5%ige Essig genießen. Ideal und so weiter. Und Vorsicht, nicht unverdünnt genießen. Bei Augen- und Hautkontakt mit Wasser spülen. Das ist eine scharfe Sache. Ja. Essig oder Essig nicht. Dann haben wir Eier mitgenommen, da wir ja nun nicht zu hit gefahren sind. Ich habe auch Eier gekauft aus Brandenburg. Das sind Eier. Eier. Oh, die sind ja so hell. Die sind nicht braun, die sind Beige. Beige-Eier. Guck mal an, Beige-Eier. Die sehen aus wie das Künstliche, was wir haben. Beige-Eier. Mach mal hier die Schlappe. Ohne Kükentüten. Genau. Nicht ohne Hühnertüten, sondern ohne Kükentüten. Zweimal. Sechs. Die waren auch teuer. Nee. 1,89. Ja, 1,89. Aber wenn ich jetzt die Eier hier bei... Ja, natürlich. ...kosten sie 2,29 Euro und aufwärts. Ja, ja. Alles gut. Gut, dann hat Ille hier noch veganer... Ja, ein Angebot. Hirtengenuss. Veganer Hirtengenuss auf Basis von Kokosöl, ohne Soja und ohne Palmöl, mild, würzig. Veganen Schafskäse. Also Hirtengenuss. Also veganer Hirtengenuss. Nee, Muckel, jetzt ist hier mal gut. Ne? Rinn raus, raus rein. So, 1,11 Euro deswegen. So, was hast du jetzt hier noch? Ach, genau. Knirps. Wir haben in der Tüte, nein, wir haben in der Kiste Knirpse. Ja, wer genau. Kennt noch Knirpse? Was sind die Knirpse? Das sind so kleine Regenschirme. Genau. Den nannte man Knirps. Ja, oder was nennt man noch Knirps? Kleinen Mann. Ach so, echt, ja? Du Knirps. Das sind hier mit Knirpse mit Kokosmilch. Auch die kosten wir mal gemeinsam. Na? Ach, labig. Wie kostet uns hier so durch? Naja, hier, das ist so wie, wie heißen die denn, die Kinderbons? Ach, hier, Kinderbons. Kinderbons, ja genau, oder so. Ich bin statisch. Aufwärmen. Hm. Hm. Ja. Mhm. Wenn man keine Schokolade hat, kann man das essen. Ja, ist nicht so süß, ne? Nee. Ist gut. Mhm. Ist nicht so süß, ist lecker. Aber die möchte ich nicht gut. Nee. Und noch vegane Bärchen, ne? Also ja. Ja, wie kommt das? Wir sind. Wie kommt da jetzt. Was nehmen Sie als Alternative? Naja, hier eine Agar oder wie das heißt. Ich habe keine Brille auf, ja, musste mal lesen.
Zutaten: Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke, Stärke, Säurungsmittel, Zitronensäure, Zitronensäure, färbende Lebensmittel, Konzentrate aus Paprika, Karotte, schwarze Johannismeer, Spirulina, Apfel und Kürbis, Aromen, Fruchtsaftkonzentrat, Erdbeere und so weiter und so weiter, Überzugsmittel, Carnauba-Wachs. Ja, immer. Das ist ja so, was die machen, kriegen die Kombination hoch. Ja. Also ist das nur mit Modizinus-Stark oder so gemacht? Keine Ahnung, wie viel ist da? Sie sind vegan. Ja. Gut, dann haben wir, was haben wir denn hier noch? Wir haben doch noch irgendwas. Ach, hier deine, wo hast du denn die eigentlich? Wie heißt du? Bei Raldi, beim Raldi, beim Lidl. Nee, bei Liebe. Liebe. Diese Proteinriegel. Protein? Ja, Heilprotein, Quarkriegel, aber Salt Karamell. Ja, das ist Herzelle vollkommen. Ja, aus. Die mag ich. Dann sagte sie gestern Abend. Oder vorgestern Abend. Oder wann sie bei. Ach nee, vorgestern. Wann braucht ich denn das? Als wir diese verunglückte Lasagne gemacht haben. Naja, verunglückt. Ja. Wir haben sie im Airfryer gemacht, aber kann man nicht wirklich im Airfryer. Oder man muss die Nudeln vorher kochen. Ja. Also das hat ewig gedauert. Ja. Ich glaube, die hat 3 Tage gedauert, bis die Lasagneplatten endlich gar waren. Und zum Schluss waren sie noch nicht wirklich richtig gar. Nein. Das war ein Fehl, aber egal. Da braucht man Tomatenmark und wir haben keins mehr. Ja, und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir gleich 2 mit, dann haben wir 1 in Reserve. Genau. Dann hatten sie bei Lidl Barilla. Für 1,59 das Kilo. Ist doch Preis, sind 80 Cent pro 500 Gramm. Ich meine, da kann man ja wirklich nicht meckern. Ne? Also hat sie zweimal. Einmal die 5 und einmal die 1. 5 und 1, genau. Da. Gibt so. 5 sind die kleinen, ne? Oder die 1. Ist egal. Auf jeden Fall, ja. Und das war's, ja? Ja. Und ich springe jetzt mal eben ganz noch mal kurz zu Rewe rüber. Wir haben bezahlt. Ach so, und wir haben Apfel umsonst bekommen. Lass mich doch. Ach so, ja, okay. Wir suchten den Ausgang, weil so oft sind wir bei in dem Rewe nicht. Nee. Der ist sehr neu. Also ja, letztes Jahr, ne? Ja, letztes Jahr irgendwann hat er neu aufgemacht. Und wir sind wie viel Mal schon da drin einkaufen? Wir sind vielleicht 2 Mal. Vielleicht das dritte Mal jetzt. Das war jetzt das dritte Mal, ja. Ja. Er ist schön groß. Ja. Groß. Man hat auch gut Platz, mit den Einkaufswagen so durchzufahren. Die Mitarbeiter sind sehr nett, freundlich. Für ihr Aussehen können manche Leute nichts. Aber können wir ja auch nichts für unser Aussehen. Nein, aber für die Pflege können wir auch nichts, aber da sollte man ein bisschen dran arbeiten. Gerade in der Fleischabteilung finde ich, sollte man schon mal so ein bisschen. Ja. Themenwechsel. Wir sind also an der Kasse, haben bezahlt. Und da stand an der Kasse, an der Selbstbedienungskasse, da steht ja immer jemand, um zu kontrollieren, ob die Leute denn auch alles eintippen bzw. einscannen. Und da stand ein großer Korb voll Äpfel. An jeder Kasse stand so ein Korb, Schatzi. An jeder Kasse? Ja. Ich habe den aber nur gesehen. An jeder Kasse stand so ein Korb. Davor stand auch ein Korb. Den habe ich gar nicht gesehen. Und auf dem Apfel steht. Ach. Steht denn noch was auf dem Apfel? Hast du einen Apfel da drin? Ne? Ja, da steht dir. Danke. Danke, ihr Rewe-Team. Ja, da steht eine ganze Kiste, ein ganzer großer Korb voll Äpfel. Und da durfte man sich einen Apfel rausnehmen. Der sieht richtig knackig aus. Ja. Mhm. Oh, da würde ich am liebsten jetzt so rinbeißen. Aber der ist kalt. Wenn er so kalt ist, dann klappern dir die Zähne. Ja, da durften wir uns einen Apfel jeder nehmen. Ja. Das finde ich immer nett. Gehen wir vielleicht öfter mal zur Rewe. Mhm. Wenn es was umsonst an der Kasse gibt. Nein, Quatsch. Nee, also wir sind keine Rewe-Einkäufer. Nee. Aber fand ich eine nette Geste und da konnten wir uns jeder einen Apfel nehmen. Richtig. Ja. Ja, ansonsten war das Einkaufen ganz normal, würde ich sagen. Im Auge. Lass das im Auge. Okay. Geht doch jetzt nicht. Ich gehe jetzt, das letzte Mal. Entweder raus oder rein. Ja, aber dann bleibt da draußen. Das ist ja das Problem, er mag ja keine zuhenden Türen. Aber ich kann doch die Tür nicht offen lassen. So, willst du jetzt noch mal rausprobieren? Geh.
Also mein Schwein. Kannst du am Ihren Wort gerade sagen, kannst du mal ein bisschen lüften. So. Geh, aber geh mit Gott. Guck mal, wir haben neue Kissenbezüge. Habe ich gekauft. Selbst bezahlt. Bei Temu. Mit Katzen. 4 Stück für 4 Euro hast du nicht gesehen. Ja, jetzt sieht er auch. Na, geh raus. Du bist schlank, du passt da durch. Digga. Nee, das ist der Dünne. Der Dünne. Geh unten, ja, geh unten durch. Oder hier oben ruf und dann rüber. So, du stehst jetzt nicht nochmal auf. Nein. Kann natürlich auch mal durchschlingeln. Ja, wenn nicht, hat er Pech. Ist halt so. Ne? Wo ist es ausgegangen draußen? Einfach an. Ja, das ist schwankt. Das schwankt vielleicht noch. Die Batterien, ne? Nee, keine Batterien. Ach, jetzt ist wieder an. Was? Wo siehst du? Wo na da, an der Makramee. Das ist an, die Lichterkette. Ach so, die. Nein, ja. die ist mit Batterie, ja. Der andere ist ja auch mit Batterie. Den lasse ich auch noch hängen. Alles gut. Mit Batterien. Batterien. Genau, alles gut. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war unser Einkauf. Also tut uns leid, dass er später kommt. Entweder kommt er heute noch auf den Donnerstag, aber dann erst abends. Je nachdem, kommt immer drauf an, wie schnell YouTube ist. Hm. Ja, genau. Ja, was ich jetzt nochmal erwähnen möchte. Ja. In solchen Videos steckt viel Arbeit. Ja, das vergessen auch viele, ne? Gerade hier diese Meckertanten, ja? Ihr setzt euch hin und schaltet, macht euer YouTube an, ihr könnt ein Video gucken, umsonst. Ihr zahlt dafür nichts, ne? Aber dann überlegt mal, was an einem Video, so ein 30-Minuten-Video, was da für Arbeit drin steckt, ja? Erstmal das Drehen, ja? Dann das Bearbeiten, Schneiden, Rendern, bei YouTube hochladen, da nochmal alle Eingaben machen. Und gerade die Werbevideos, die sind ja so, die meisten wollen ja vorher das Video sehen, die wollen es begutachten, um zu gucken, ob noch was drin muss oder was raus muss, ne? Ich meine, wir haben immer Glück, wir müssen nichts ändern, ne? Wir sagen sowieso das, was wir denken. Und wenn sie das nicht akzeptieren, ja, dann werden wir keine Kooperation mehr mit denen machen. Aber sie wollen halt immer vorher die Videos sehen. Also heißt es für mich, das hochladen. Bei YouTube hochladen, auf nicht gelistet zeigen, denn denen den Link schicken, dann begutachten die das wieder, entweder sagen sie ja, fügen sie noch einen Link ein, an so einen Untertitel mit ein, dann muss ich das nochmal machen, nochmal rendern lassen. Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und dann wird da so gemeckert, ja? Immer nur Werbung. Ja, von nichts kommt nichts, Leute. Ja. Das Abschlusswort. Ja, genau. Heute. Genau, das Abschlusswort von heute, so die von heute. Oh, ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. Von heute ist heute, heute ist heute, heute, ist, heute, ist, heute ist heute vorbei. Von heute ist heute vorbei, genau. Ihr Lieben, wir bedanken uns fürs Zusehen, fürs Supporten, fürs Liken, fürs Teilen. Für eure lieben Kommentare. Für eure lieben Kommentare, weil die meisten zu 99% sind das liebe Kommentare. Und die Meckertanten, ja, die meckern halt. Ich habe zu Ihnen gleich gesagt gestern, weg, löschen, aus dem Kopf, aus dem Sinn. Ja. Aber das kann Ille einfach nicht. Sie ist ein Gerechtigkeitsmensch. Ja. Sie möchte sowas nicht auf sich sitzen lassen. Genau. Oder beziehungsweise sie möchte das nicht, dass es auf uns sitzen bleibt. Genau. So, sagen genau. Wir mal so. Ja, genau. Also von daher. Ja. Mensch, Ille ist nur ein Gerechtigkeitsmensch und liegt wahrscheinlich an ihrem Sternzeichen. Ich bin ja nun ein Mensch, der gerne die Ruhe hat dabei und der lieber sagt, also steck ein. Nö. Und das kann sie ja. Nein. Gut, Schluss aus, vorbei. Genau. Macht's gut. Genau. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, ne? Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. Aber wirklich immer wieder gerne. Ja, wirklich immer wieder gerne. Tschüss. Machst du aus, du kleine süße Maus? Ja, Mutti. Ja, Fadi. Aber Fadi. Ja.